Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren BAM in Terra Online. BAM, für die, die es noch nicht wissen, steht für Big Ass Monster. Und ich glaube, das trifft auf unseren kleinen Freund hier zu. Diesmal wird wieder, wie im anderen Video, auch Arakia verkloppt. Allerdings spiele ich diesmal als Priester in einer 5-Mann-Gruppe bestehend aus 2 Jägern, einem Lancer, der als Tank fungiert, meiner Wenigkeit als Heiler und einem Magier. Während ich euch den Kill im Hintergrund zeige, möchte ich die Zeit nutzen, um euch ein kleines bisschen die Skills des Priesters ein bisschen zu erklären. Wie ihr oben links sehen könnt, bin ich Level 19. Ich nenne die Zauber hier beim englischen Namen, da ich die deutsche Version nicht spiele und keine Lust habe, selbst zu übersetzen, zumal das im schlimmsten Fall ziemlich böse ausgehen kann, wenn der Entwickler sich das Ganze etwas anders übersetzt und so am Ende keiner weiß, was ich eigentlich meine. Fangen wir also ganz unten in der Mitte an. Der erste Skill nennt sich Metamorphic Blast und macht in einem Kegel vor allem Schaden. Der zweite nennt sich Triple Nemesis und schießt bis zu 3 kleine Darts, je nachdem wie oft man auf den Skill drückt. Nachdem man Metamorphic Blast einmal oder Triple Nemesis 3-mal gecastet hat, wird ein weiteres Skill freigeschaltet namens Final Reprisal, bei dem man seinen Stab in den Boden rammt und erheblichen Schaden direkt vor einem anrichtet. Der dritte Skill heißt Restorative Burst und generiert 10 Meter vor allem einen kleinen Kreis, der jedem, der in diesen Kreis reinläuft, einen Hot verpasst. Skill 4, Focus Heal, ist der Direct Heal des Priesters. Er funktioniert wie folgt. Man klickt auf den Skill, wählt dann mit der Maus bis zu 2 Ziele aus, ohne klicken, also nur über das Ziel fahren, und sobald man das erledigt hat, nur noch die Leertaste drücken und der Heal wird sein Ziel finden. Skill 5 nennt sich Shocking Explosion und ist ein weiterer Schadenszauber. Er generiert ein elektrisches Feld direkt vor dem Priester und ist bis jetzt der Zauber des Priesters, der am meisten Schaden anrichtet. Skill 6 heißt Mana Infusion, braucht eine kleine Weile, bis er gecastet ist, gibt einem dann allerdings einen 20 Sekunden andauernden Buff, der eine ziemlich große Menge Mana regeneriert. Der nächste Skill ist an die linke Maustaste gebunden. Er heißt Divine Radiance und schießt ein langsames Projektil, das Ziele in bis zu 18 Metern Entfernung treffen wird, allerdings dann auch kaum Schaden anrichtet. Der Skill auf der rechten Maustaste heißt Heal Thyself und tut genau das, den Priester selbst heilen. Der letzte Skill in der Bar ist auf der Taste C gebunden, nennt sich Fiery Escape und ist mehr oder weniger der WTF-Button des Priests. Er hinterlässt eine Explosion an der Position des Priesters und lässt ihn etwa 10 Meter nach hinten springen. Der wichtige Skill auf der Bar da drüber ist direkt über Focus Heal und auf F4 gebunden. Er nennt sich Isharas Lullaby und ist ein Sleep-Zauber. Er funktioniert genau wie Focus Heal, klicken, auswählen, Leertaste. Abgesehen von diesen Skills und den in der rechten Bar, die ich gleich noch erklären werde, hat der Priester auch noch 2 andere Skills, die auf keiner Bar gezeigt werden. Der erste nennt sich Retaliate und kann nur aktiviert werden, wenn man ausgenockt wurde. Es wird den Priester wieder zurück auf die Beine stellen und ein kleines bisschen AE-Schaden rund um den Priester verursachen. Der zweite Spell ist ein Teleport nach Velika, eine der Hauptstädte in Terra. Nun zu den Skills in der rechten Bar. Der erste ist auf Steuerung 1 gebunden, heißt Mana Charge und ist der aktive Mana-Rack des Priesters. Diesen werdet ihr auch ziemlich oft im Hintergrund bestaunen dürfen. Man hält den Button gedrückt und es geht bis zu 3 Balken hoch, grün, gelb und rot. Je länger man den Button gedrückt hält, desto mehr Mana wird regeneriert. Während dem Casten dieses Skills kann man auch weiterhin rumlaufen. Mana Charge hat einen 10 Sekunden Cooldown. Der zweite Skill nennt sich Regeneration Circle und ist ein sehr großer Kreis, der jedem, der drin steht, einen Hot gewährt. Ähnlich wie Restorative Burst, nur größer. Der Zauber auf Steuerung 5 ist der Wiederbelebungszauber des Priesters. Er zaubert einen kleinen Kreis direkt vor dem Priester und belebt jeden wieder, der in diesem Kreis liegt. Es gibt also keinen Range Press. Der letzte Skill nennt sich Purifying Circle und generiert einen großen Kreis, der jedem, der drin steht, von Krankheiten befreit. So, das wär's vorerst zur Skillübersicht vom Priester. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.